So Leute, willkommen zu einem neuen Part, beziehungsweise den letzten Part dieser Session von Diablo 3 mit mir, Level 4 und Miriam. Was? Mit mir extra Namen. Ich komm dir gleich wirklich darunter. Ja, komm doch. Okay. Ich krieg gleich meine Pizza, du nicht so. Ich weiß, aber das müssen wir weitermachen. Wir sind jetzt immer noch in der uralten Wasserstraße und gehen jetzt nur zum überfluteten Durchgang. Mein Gott, deutsches Wort, schweres Wort. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, Markus, ne? Hier drin ist es wirklich ganz schön unbequem. Markus? Du hast was gesagt, Daniel. Bei mir wurde gerade gar nichts gesagt. Bei mir aber schon. So, der ist nämlich der Typ in der Kiste und wer könnte das sein? Wir haben es eigentlich letztens mal schon angeteasert. Eigentlich bin ich so eigentlich schon fast verraten. Es wäre gar nicht so schlimm, wenn ich mich umdrehen könnte. Ah, ich kann mich umdrehen. Ihr da draußen, seid ihr noch am Leben? Oder ich will den Erfolg. Ich auch. Sagt ja, wenn ihr es seid. Oder klatscht einfach. Weil, wenn man den Sheng, also den Typ, der drin ist, unentwegt quatschen lässt und jede Gesprächsoption dich anhört, gibt's einen Erfolg. Aber ich glaube, wir hätten die Monster nicht töten sollen so schnell. Ich glaube, es ist jetzt schon verloren, weil ich glaube, jetzt sagt ihr nichts. Wenn ihr dieses Fass aufbrechen könntet, wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet. Okay, also doch noch etwas. Gut, dann stehen wir mal dazu und hören mal, was der gute Mann zu sagen hat. Wir Penner. Wie kommt ihr eigentlich in eine Truhe rein? Na gut, wir werden ins Fass. Nein, das ist eine Truhe. Vielleicht könnte ich ja das Fass umwerfen und in der Gegend herumrollen. Es könnte funktionieren. Oder mir Kopfschmerzen verpassen. Wenn jetzt links ein Abgrund ranfällt, wäre das schon lustig. Boah, Typ schwarz schneller. Ja. Das sind so völlig dämliche Achievements, die man einfach mal dann zwischendurch versucht zu bekommen. Ich bin übrigens nicht wirklich ein sprechendes Fass. Macht euch also keine Sorgen, es zu zerbrechen. Ich meine, mich. Das erinnert mich übrigens gerade ein bisschen an Donkey Kong Country. Echt? Nie gespielt? Nee. Das sind nämlich die Affen, beziehungsweise die Leute, die man sich, ja, holt, auch in Fässern. Könnte ich ja das Fass umwerfen und in der Gegend herumrollen. Das könnte funktionieren. Oder mir Kopfschmerzen verpassen. Das hat er schon mal gesagt. Vielleicht mal gucken, wenn er das nächste Mal nochmal was wiederholt, dann lassen wir es einfach. Dann holen wir uns den Erfolg ein anderes Mal. Ja. Ja, ich darf das nicht. Sonst, geht's. Ich bin übrigens nicht wirklich ein Fass. Ja, komm. Macht euch also keine Sorgen, es zu zerbrechen. Ich meine, vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden, und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Eigentlich möchte ich das nicht, aber ist egal. Die Dialogoptionen vom Sheng sind extrem geil. Also wenn man sie sich mal alle anhört. Ja, lass mal gerade kurz reden. Ich habe keine Feinde. Alle lieben Sheng. Weil Sheng ist ziemlich geil, wie ich finde, als Charakter. Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Und damit wollt ihr behaupten, dass ihr solch einer seid? Allerdings. Ich könnte euch fünfmal um die ganze Welt führen, ohne mir auch nur den Zeh zu stoßen. So, weil wenn man mal Shens Gesprächsoption verfolgt, dann merkt man, dass der wahrscheinlich nicht nur irgendwie ein Mensch ist. Sondern eher sowas wie ein Halbgott. Ist schon ganz lustig. Aber wie gesagt, wir werden es irgendwann mal anhören. Ich muss mal gerade was ausprobieren gleich, Markus, wenn wir hier wieder einen Gegner treffen. Komm, lass den Typen jetzt mal schwaden. Ja. Ah, cool, das funktioniert wirklich. Muss mal gerade noch was vergleichen. Beim Mehrfachschuss kann ich jetzt flüchtiges Toxin. Okay. Oh, ich habe eine Waffe, die macht jetzt 32% Schaden mehr. Oh, die sind das. Ist auch 1000!
Ja gut, ich bin bei 1, 2. Ja, Arschloch. Ich frage mich, wo ich werde immer vor dir bleiben. Reiseführer verschwunden ist. Kevin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen? Wir haben uns doch... Achso. Lass uns Leichen zerstören. Also mir gefällt der Mehrfachschuss zumindest jetzt hier in der Situation, ist er wirklich gut. Ich glaube aber, wenn wir bald wieder irgendwo draußen sind. So, du kannst eigentlich gezielter vorgehen als mit dem Wirbelwind. Ja, aber das ist hier drin ist das sehr gut mit dem Gezielten. Weil ich halt relativ enge Ecken habe, ne? Aber ich glaube, wenn ich so auf dem freien Feld bin, wie es sonst in Akt 2 ja ist, da ist dann doch sinnvoller, die andere Variante zu benutzen. Weiß ich nicht. Also, ich meine, du kannst immer gezielter vorgehen, immer. Und dadurch machst du auch gezielt mehr Schaden an sich. Ah, der ist schon der Typ. Wo wir zu ihm gehen, wollte ich gerade noch mal kurz auch leveln. Ach so. So, ich will jetzt endlich mal was. Ein wunderbarer Mensch, der junge Kevin. So bereit will ich einem alten Mann die Wüste zu zeigen. Und seine Gesellschaft hat mich nur einen kleinen Beutel Gold pro Tag gekostet. Er hat sich kaum je beschwert. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Ich glaube, die wissen. Okay, ich könnte jetzt also bei der Eisrüstung. Entweder kann ich die Gegner um mich verlangsamen oder wenn die Leute mich hauen, erhöht sie meinen Rüstungswert. Das ist sinnvoll, habe ich auch drauf. Ist sehr, sehr geil. Ja. Was im Wasser bewegt hat? Oh, es war nur das Wasser. Jetzt habe ich so eine lila Rüstung. Egal. Wir können. Er gehört mir. Ja, ich habe gerade. Der Kevin. Kevin der Dieb. Seuchenüberbringer. Also ich finde meinen Eispfeil noch cooler. Sieht zwar nicht ganz so cool aus wie der andere, aber meiner. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich im Kaldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander kombinieren kann. Ich suche schon seit langer, langer Zeit nach einem bestimmten Edelstein, müsst ihr wissen. Ich habe es zwar nicht eilig, aber vielleicht werde ich ihn ja finden, wenn ich mit euch gehe. Genauso wie den Schmelztiegel auch. Wie wäre es, wenn ich euch auf eurer Reise begleite und wunderschönen Schmuck für euch herstelle? Das hört sich nach einem guten Handel an. Der Ausgang ist nicht weit weg von hier. Ich bin kurz davor zu verhungern. Glaubt ihr, wir könnten hier unten etwas Gutes zu essen finden? Hier in den Aquädukten. Max, wir müssen noch nach da unten. Ja, warte, aber. Macht euch nicht lächerlich. Jetzt hast du gerade Gespräch abgebrochen. Schade. Das finde ich keins von den Gesprächen, die wirklich. Aber trotzdem lustig. Ja. Wir haben lustige Abwechslung im Spiel, wie ich finde. Also manche Gespräche mit ihm finde ich aber auch einfach. Ah, ich bin voll. Das ist schlecht. Du bist nicht voll. Nee, glaube ich nicht. Zu viel. Nee, ich hab doch gar nichts. Warst du nicht vorhin in der Stadt in der Pause? Nein, war ich nicht. Also doch, ja, aber. Ich bin direkt nochmal alles losgeworden. Ich wollte aber das Verkaufen eigentlich nicht da drin, also schon da drin lassen. Also in der Aufnahme. Hier ist eh nichts mehr, Markus. Okay. Also eigentlich durch mit den Level? Nee, noch da doch. Nee, noch da doch. Nee, noch da doch, genau. Nee, noch da doch, okay. Nee, na. Nee, na. Scheiß Lied. So. Oh ja. Noch ein paar Gegner am Schluss. Die keine Sekunde gestanden haben. Der uralte Pfad. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Ich muss den wie gehst du denn bitte zurück in die Stadt? Du kannst dich doch gar nicht teleportieren. Und da hättest du nicht reinsprechen sollen. Naja. Wir sind uns ähnlich, sollte cool. Ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein. Obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte.
Wie läuft das Gott sein Kult? Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. So, ja. Wunderbar. Aber nicht Stadt. Hab ich mal gesagt, dass ich Kull nicht mag? Ich finde Kull ganz cool. Ups. Ich weiß. Der Mann ist toll. Aber mir doch egal. Ich glaube, ich habe mich falsch gebeamt. Ja, habe ich. Was hast du dich denn hingebeamt? In die Mitte. Und da war nicht das, was ich dachte. So. Dann gucke ich erstmal hier, was ich hier verkaufe. Also mir gefällt mein Damage gar nicht. Ich glaube, ich muss mal was dran ändern. Eigentlich hast recht, verkaufen ist eigentlich saudämlich. Naja, deswegen. Lieber die Sachen jetzt herstellen, ja. Man weiß, wo man sie brauchen kann. So, und da ist der Shen, der Habgierige. Denn ich musste nämlich was entsockeln. Schade. Liegt jetzt auf dem Boden rum. Toll. Das ist jetzt völlig unsinnig. Das ist schon mal wieder besser. Rito, ruhig bitte selber. Ja, tue ich gerne. Ich finde mich auch so toll, deswegen rede ich so gerne mit mir selber. Ich weiß, Markus, kannst du nicht verstehen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas finde, was vielleicht für mich ganz, ganz nett wäre, aber... Nö. Ich kann alles weghauen. Gut. Da unten mal was. Mist, ich habe etwas hergestellt, was original 0,2% Schaden minus, 0,2% Schaden minus und 0,2% Heilung minus macht. Du stellst immer zwischendurch mal kurz was her, oder wie? Ja, ja. Ja, gut, könnte ich vielleicht auch mal machen. Einfach um halt mal zu gucken, vielleicht kommt da mal was bei rum, was man gebrauchen kann. Ja. Stufe 26er Waffe, die gefällt mir nicht. Stufe 30er, die könnte stärker sein als meine momentane. Einfach mal herstellen. Ne. Der Crasher benutzt die Stufe 30, der könnte wirklich stärker sein. Aber wahrscheinlich ist das wieder nicht. 2,2% mehr Schaden, nehme ich. Achso, den kann ich jetzt anlegen, alles klar. 11% Angriffsgeschwindigkeit, finde ich gut. Was ist, Markus? Ja, hab einen Gürtel bekommen, der hat mich jetzt nicht so viel verbessert. Also 1,9% mehr Schaden, so ein Kram. So, jetzt vergleiche ich mal gerade die alte Hose mit der neuen Hose. Okay. So, das anziehen, das reinlegen und ich bin bei 1,3. Ich bin noch bei 1,40. Gut. Noch 10 Minuten haben wir noch Zeit. Aber lohnt sich auch noch was anzupacken? Ich bewage es zu bezweifeln eigentlich. Wenn wir schnell genug irgendein Ding finden, dann schon. Obwohl, haben wir echt nur noch 10 Minuten Zeit? Wann haben wir angefangen? 20 Minuten. Okay. Viertelstunde bestimmt noch, also... Ja, machen wir einfach. Da wird halt ein bisschen was länger. Ja. Ich meine, unsere geilen Stimmen, da sind die Leute ja glücklich, wenn sie uns was länger hören. Sowieso. Ich finde den Übergang hier eigentlich jetzt ganz geil, so netten Umgebung jetzt quasi auf diesen ja, relativ trostlosen Knochen. Ja. Gut, das Ding heißt nicht umsonst trostlose Sande. Ja, aber davor war es echt noch halt so relativ schick noch und... Meine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise ach, genau ich kann jetzt unter dem Ort, pst. An dem wir uns gerade befinden. Die Horadrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Und Dreck gefunden. Da würde ich sagen, machen wir das auch. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Willst du jetzt direkt hier rein? Weiß ich nicht, weil ich glaube... Ja, ups, gut. Jetzt bin ich drin. Na, sorry, also fahren wir wieder raus. Weil die Sache ist, wenn man nämlich... wir werden die andere Katakombe nicht schaffen, glaube ich, in demselben Part. Und dann werden wir die Session beenden. Dann müssen wir das eigentlich nochmal machen, glaube ich.
Weil es nämlich vom Speicherpunkt nämlich so ist. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen Schaden reduziert, aber dafür deutlich mehr live. Also, was ich meine? Ja, ich habe verstanden, was du meinst. Weil ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht quasi. Also, wir müssten diesen Dungeon dann nochmal zweimal machen. Wenn wir den nächsten aber finden, kriegen wir da auch wieder einen Safe Point. Oder nicht? Nee, wir kriegen gar keinen Safe Point. Wir kriegen erst einen Safe Point, wenn wir alle haben. Ich weiß das gar nicht mehr. Gehen wir halt wieder raus und machen. Das habe ich nämlich schon mal gemacht. Aber was sollen wir sonst machen? Ansonsten laufen wir nur auf der Gegend herum und machen eigentlich dasselbe wie hier, nämlich looten und leveln. Ja. Also eigentlich können wir es auch hier machen. Gelb, blau, grün, ja. Violett gestreift. Und abschirmend. Und viel empfänglicher für Schaden. Oh, kommt ihr auch mal her. Na gut, dann müsst ihr anderen wirklich schon ziemlich viel nachholen, ne, mittlerweile. Ja. Das ist ja nicht unser Problem. Genau. Miri hat mitspielen können. Stefan tut's mir leid drum, weil der halt bei seiner Frau ist, aber trotzdem. Bei seiner Frau. Also, die sind noch nicht verheiratet. Wenn das so weitergeht, schneller als man gucken kann. Ja. Übrigens, das ist Stefans erste Freundin. Wahrscheinlich wird es auch die einzige auch bleiben. Ja, ob das von Nachteil ist, will ich jetzt mal nicht sagen. Nein, natürlich nicht. Also, ich hatte ja auch damals mit meiner ersten Freundin auch gedacht, mit der kannst du eigentlich ewig zusammenbleiben, aber... Ihr wagt es, mich anzugreifen? Nun ja, war da halt nicht der Fall. Erstens kommt es anders und zweitens, ne? Ja. Ging gerade ziemlich kreuz und quer, ne? Fällt mir gerade so ein. Wir wollen doch einfach nur so tun, als würden wir Schaden machen. Also du tust so, als würdest du Schaden machen und ich mach dann mal den Schaden. Du machst nur 200 mehr, Daniel. Ja, das rettet dir andauernd den Arsch. Mhm. Momentan aber jetzt nicht, ich komme gerade ziemlich gut selber zurecht. Ja, ist klar, würde ich dann auch erzählen. Ja, bei Magda war es noch, weißt du, da hast du auch einen ziemlichen Vorsprung gehabt von mir. Da habe ich 100 Schaden mehr gemacht als du. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel Leben du mehr hattest als ich und so ein Kram. Wow, das wird geil jetzt hier. Wie fühlt sich das an? Da war die ganze Ecke voller Feinde. Ah gut, das wird ein schönes gemetzeltes Massaker. 48. Oh. 51. Ja, okay. Neuer Rekord bei mir. Echt? Ja, ich habe nicht so häufig große Gruppen hintereinander gezogen, weil meine Arkanenergie mit meinem Mage immer ausgeht. Also ich glaube, mit meinem Barbaren waren es 120. Ja, wie gesagt, mit meinem Mage komme ich meist nicht so. Oh, wir haben was gefunden. Genau, jetzt hat er kurz Blut, da haben wir es schon mal. Ich sehe keinen Speicherplatz. Wir haben kurz Archive gefunden. Und Gegner. Ja, der Magier wird Nisken. Die Missgeburt. Oh Mann. Der meine Pfeile verlangsamt. Als der nächste. Der ist meine Eispfeile verlangsamt, der Arsch. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn niemand angreifen gefunden. Und irgendwas Nettes für mich? Nein, nix. Ah, aber einen netten Diamanten gefunden. Immerhin. Ich bin ja aufgestiegen, das zumindest auch noch das. Und was Neues für meine Arkankugel? Funke. Funke? Wirft eine elektrische Kugel auf eure Gegner, die den Schaden eures nächsten Blitzes. Ja gut, aber dann kreist es wahrscheinlich nicht mehr um mich herum, würde ich behaupten. Genau. Hast du richtig gemerkt. Ja, also lass es beim Alten. Weil das war ziemlich geil. Oder es ist ziemlich geil. Diamanthaut? Nö. Nö. Vor allem ist es auch ziemlich kurz, die Diamanthaut, ne? Ja, es ist halt nur ein kurzer Schadensreduktor. Ja. Also ich würde sagen, entweder wir gehen jetzt raus und suchen direkt den nächsten Teil. Und wir machen hier den Dungeon noch leer. Ja. Und wenn wir aber den nächsten Teil finden, dann müssen wir durchlaufen. Ja. Warte mal, okay. Gut, dann gehen wir raus und machen es einfach so, wie du es gesagt hast. Aber hier, das nehmen wir noch mit. Was ist das? Und gut, da war nichts drin, okay. Einen Heiltrank habe ich gefunden. So. Okay. Normalerweise so ein bisschen schräg hier drüber.
Ja, keine Ahnung, die liegen ja auch gerne mal komplett woanders. Ja, ich muss hier mich gerade mit Staubfressern begnügen. Also wenn wir jetzt durchlaufen, dann kann man ja auch einfach sagen, jeder ist momentan auf sich allein gestellt. Ja, ja. Ich meine, ich brüll schon, oder jeder brüllt, wenn er was Anständiges an Gegnern findet. Ja. Hast du es gefunden schon? Nee. Ich laufe irgendwie durch irgendeine schmierige Scheiße. Ich habe schon mal den Wegpunkt gefunden. Das ist schön. Bringt der mir was, dass du den gefunden hast? Keine Ahnung. Ja, bringt mir auch was. Ich könnte mich jetzt zu dir hin teleportieren. Schlitzer der Latschuni. Latschuni. Sind nicht in Italien. Lacuni? Weißt du, was mich am meisten freut? Die Bauern sind noch keine Meister. Oh, ein Schiedhänder, die Brutmutter. Was? Ich habe ja einen großen Wurm und noch einen gelben dazu. Geil. Ich versuche mich zu bewegen. Ich wurde geheilt. Nett. Ich komme ja ganz gut zurecht. Ich will aber auch. Nö, krieg's nicht. Kommt jetzt und Mann, jetzt staubst du hier ab. So. Hülle des grabenden Schreckens. Ja. Scheiße, das ist eine von den Sachen, die ich noch nie gefunden habe. Echt noch nicht? Dann geh rein. Wie gesagt, ich geh wieder raus. Oder du musst noch Level 2 auch noch machen, ne? Ja, ja. Ja, gut, dann. Was machen wir jetzt? Ich habe ja auch direkt was Blaues. Okay, ich komm rein. Ja, müsst ihr eventuell noch ein Part machen. Oder der ist jetzt halt einfach ein Stück. Der ist jetzt einfach ein Stück länger. Wir müssen halt einfach mal zeigen, was wir drauf haben. Das heißt, ein Stück länger werden. Der Dungeon wird bestimmt auch mit der Ebene 2 noch 10 Minuten dauern. Nee. Ey. Schleimspucker. Speer! Was? Legendärer Speer. Okay. Mit Int drauf. Oh. Denke ich dir gleich, warte. Da. Gesetz des Ariad. Klingt eigentlich eher nach einer Barbarenwaffe, aber okay. Okay, plus 35 Schaden. Dann müsstest du mich jetzt langsam mal eingeholt haben, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss kurz überlegen. Zähigkeit verliere ich, aber Heilung habe ich mehr drauf. Sogar Einhand ist eigentlich ganz geil. Ich benutze ihn. Und jetzt bin ich bei 1,4. Ja, damit hast du mich überholt, Markus. Ja. Geil. Dankeschön übrigens. Bitteschön. Ja, ich kann mit dem Legendary ja nichts anfangen. Ja. Dementsprechend und ich bin zwar ein Arsch, aber so ein Arsch bin ich dann doch nicht. Als dass ich immer nur mehr Damage machen möchte als du. Ich hatte ja auch lange Zeit mehr Damage gemacht als du und dann hattest du wieder mehr Damage als ich. Ich glaube, das nimmt sich irgendwie nicht viel. Irgendwann, wenn ich einen Legendary Bogen finde, machst du wieder mehr als ich. Oh, Felsbaum. Mit dieser blinde Hass auf Steine. Auf was? Auf Steine. Markus? Ja? Irgendwie kamst du gerade ganz abgehackt bei mir an. Na, ich war auch gerade ein bisschen geleckt. Okay, dann ist es aber eure Internetverbindung, nicht meine. Ja, keine Ahnung. Rumballerst. Ja, wir waren ja schon in so einem Dungeon drin, ne? Waren wir, glaube ich, schon mal in der Aufnahme.
Was denn hier? Okay, hier ist Level 2. Sollen wir direkt rein, oder? Ja, ja, wir müssen schneller sind. Okay. Okay. Heiltrank! Freust du dich echt über einen Heiltrank? Nö. Aber ich freue mich, dass ich was gefunden habe. Juhu! Blau blüht der Enzian. Gift verzaubert. Kann ich auch. Kann ich auch vergiften. Ey, jetzt ist aber mal gut hier. Wo ist er denn? Da. Ist das eine neue Falle von dir? Ach nein, ist immer noch dieselbe Falle, die ich vorher auch schon hatte. Ach Mann, warum hast du den Schrein der Gunst nicht genommen, du Doof? Hab ich doch. Hast du davor, meinst du? Ja. Oh, jetzt kommt mein Essen. Die prächtige Truhe ist da. Schön. Sekunde mal, Markus. Ja, ja. Schatz, ich hab's gehört. Wir sind fast fertig. Das könnte man sehr gut hören. Ja, ist mir egal. Ich hab Hunger. Ja, also, dann müssen wir halt... Sollte cool nochmal machen. Mach halt nix. Ja. Und nochmal ein gelber mit, oh, blauen Sphären. Das ist hier nicht so toll in so einer Gegend. Ich hau markier den mal bitte. Was? Markieren versuche ich gerade. Ist er drin? Nee, ist immer noch nicht drin. Nein. Zorn Sulfur. Hat den einfach schon mal den Namen gehabt. Könnte sein. Abschirmend. Ich hasse abschirmend. So. Ich hab's gehört, Schatz. Happy ist da. Noch eine Kiste. Ja, okay. Ah, makelloser Diamant. Slime-Pupker. Okay, Fetz! Ich finde jetzt geil, dass ja noch dieser fette Wurm noch drin ist, den wir eigentlich oben besiegt hatten. Ja. So, was hast du denn jetzt da hinten in der Ecke, Markus? Das ist noch eine Truhe. Echt, die hab ich gar nicht gesehen. Da war noch ein Wurm und noch ein Schleimspucker. Ah, okay, cool. Gut, jetzt sind wir fertig, ne? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt auch den Part beenden. Schade, dann müssen wir halt wirklich nochmal Soltung, Kults, was war das, Blut nochmal holen. Ja. Dann ist es halt so. Schade. Aber diesmal dann wahrscheinlich wieder mit mehr Leuten. Und dann diesmal sogar im Add-on. Stimmt, aber ohne Add-on. Also, ja, was? Doch, letztendlich schon. Ja, wir sind aber noch nicht so weit, dass wir Add-on spielen könnten, so, das meine ich. Ja, damit. Das ja. So, dann mach mal Bye-Bye hier. Ja, ich will gerade gucken, was ich gesammelt habe hier. Jetzt habe ich nämlich einen goldenen Schädel in der Hand. Ich kehre in die Stadt zurück. Nein, 347? Ich komme wieder nicht ran, Markus. Ich bin jetzt bei, ja, immer noch bei 1,4,5. Verdammt. Gut, okay. Na Leute, dann war das ist für diese Session jetzt wirklich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Session, wenn es wieder heißt Diablo 3 mit mir Level 4. Mit mir Exadamt und wahrscheinlich auch mit Nenuphar und wie ist der Idiot? Low-Kay. Stimmt. Genau. Ja, wir haben in dieser Session haben wir 10 Level gemacht. Ist schon nicht schlecht, wie ich finde. Ja, finde ich auch gut. Genau. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.